Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit The Humor, das Auto für Humors. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute wollen wir natürlich noch zu Powell Motors das Aushängeschild bauen und das ist natürlich The Humor, das Auto, was ja auch in der Folge zu sehen war. Ich blende euch nochmal die Folge ein, wenn ihr euch die angucken wollt. Das darf natürlich nicht fehlen. Und wenn ihr sich jetzt fragt, wie viel soll denn dieser Spaß kosten, einmal so ein Humor-Car zu haben? Der Listenpreis beträgt $80.000. Ist schon ganz schön saftige Nummer für solch eine Karosse. Aber ich denke mal, das ist ja entworfen von Humor. Also die 80.000, die sind ja wohl Minimum. Und wenn ihr euch fragt, wie könnt ihr mir das überweisen? Also ich nehme auch gerne Smaragde, also immer her damit. Also, aber jedenfalls wollen wir das heute so machen, dass jeder mit einem Humor-Car ganz einfach und simpel nach Hause fahren kann. Ich platziere mir das Auto einfach mal genau vor unserer Firma von Powell Motors. Das Auto wird ja dann später wieder weggebaut. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal erstmal wieder in die Kiste rein. Wir fangen auch erstmal mit dem Fahrzeuggestell an. Also wir holen uns einfach mal erstmal ein paar schwarze Betonblöcke raus. Das werden natürlich unsere Räder werden. Dann holen wir uns einfach mal Steinstufen raus, polierte Andesitstufen, davon nochmal die Treppe. Dann holen wir uns mal hellgrüner trockener Beton, davon nochmal die feste Version. Dann holen wir uns Steintreppen raus, einen Schmelzöfen, das ist dann vorne unser Kühlergrill, da kannst du auch gerne einen normalen Ofen nehmen oder was dir auch gefällt für den Kühlergrill. Dann holen wir uns auch glatte Steinstufen raus. Ja, und wenn wir alles zusammen haben, legen wir los. Erstmal natürlich mit unseren Rädern. Und da brauchen wir natürlich 4 Stück. Ich platziere mir jetzt natürlich hier 4 Stück. Die mache ich jetzt immer von einer... Ja, vom Abstand her würde ich mal sagen 2 Blöcke. Und dann gehe ich noch nach hinten. Da lasse ich mir dann einfach mal 4 Blöcke Platz und setze mir auch wieder den Abstand von 2 Blöcke. Dann haben wir schon mal unsere Räder platziert. Dann schnappen wir uns mal unsere Steinstufen. Und die wollen wir, sage ich mal, jetzt hier drauf natürlich noch einmal platzieren. Auf der Höhe von unserem Rad. Das werden wir natürlich einmal, sage ich mal, vorne einmal überstehen lassen. Und hinten auch nochmal. Haben wir das dann erstmal soweit, geht es weiter mit der polierten Andesitstufe. Da platzieren wir einmal auf der Vorderseite wie auf der Rückseite dennoch eine weitere Reihe davon. So, jetzt kann man sich natürlich noch aussuchen, wo ist vorne, wo ist hinten bei unserem Auto. Ich würde sagen, bei mir ist jetzt hier vorne. Das heißt jetzt einfach mal, ich platziere mir jetzt an den Seiten einfach mal 2 polierte Andesit-Treppen, die nach innen mit der Rückwand gerichtet sind. Auf der Rückseite platziere ich mir nur an den Seiten 2 polierte Andesit-Stufen und in der Mitte platziere ich mir glatte Steinstufen. Dann haben wir uns jetzt entschieden, wo vorne und hinten ist. Das heißt, wir können den Kühlergrill schon mal einsetzen. Den setzen wir einfach mal natürlich auf unsere Steinstufenschicht einfach so nach hinten gesetzt. Und wie gesagt, da kannst du gerne auch was anderes nehmen, als wenn dir der Schmelzofen als Kühlergrill nicht gefallen sollte. Weiter geht's mit unserem grünen Beton, die feste Version. Wir beginnen vorne bei unserem Kühlergrill. Wir machen hier einfach mal, sagen wir mal, bei unserem Rad vorne und hinten einen Block hin. Hinter unserem Kühlergrill machen wir 2 Blöcke hin und auf der anderen Seite beim Rad auch nochmal so getrennt 2 Blöcke. Dann begeben wir uns mal auf die Rückseite. Gleich hier hinter unserer einen erhöhten Stufenschicht platzieren wir einfach mal 2 weitere Betonblockreihen. Dann setzen wir, sag ich mal, also das Rad lassen wir erstmal wieder frei und setzen davor dann 2 weitere Betonblockreihen hin. Die ziehen wir einmal rüber und dann würde ich sagen, in der Mitte setzen wir hier noch so einen 4er einfach mal rauf. Wir bleiben noch immer, würde ich mal sagen, mit unserem hellgrünen Beton. Da fliegen wir einmal auf die Rückseite, denn wir haben ja auch einen Spoiler an unserem Auto. Das heißt einfach mal so 2 Betonblöcke setzen wir so nach hinten gesetzt. Darunter könnten wir dann gleich schon mal polierte Andesitstufen hier einmal so hinsetzen. Da würde ich nochmal hier so schräg darunter nochmal welche hinsetzen und dann tauschen wir einfach mal. Würde ich mal sagen, hier nochmal 2 Blöcke weg und setzen einfach polierte Andesit-Treppen einfach mal hin. Ja, sieht doch ein bisschen besser aus. Gefällt mir, machen wir. Weiter geht's dann, dass wir jetzt einfach mal uns die Steintreppen schnappen und die platzieren wir jetzt jeweils über ein Rad hin. Haben wir das dann auch nochmal auf der anderen Seite gemacht, geht es weiter jetzt mit unserem hellgrünen trockenen Beton. Das dann so ein bisschen die Türchen von unserem Auto darstellen. Natürlich haben wir davon auch 4, auf jeder Seite halt 2. Weiter geht es wieder mit polierten Andesit-Treppen. Wir platzieren jetzt einfach mal hier oben bei unserer einen Tür auf der Vorderseite nochmal eine polierte Andesit-Treppe. Machen wir auf beiden Seiten. Und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt auf der linken Seite noch davor eine Stufe einfach mal hin. Auf der anderen Seite lassen wir es noch frei. Eine Sache machen wir noch mit den ganzen Blöcken. Und zwar schnappen wir uns mal unsere glatten Steinstufen. Und zwar wollen wir auf unserem Kühlergrill vorne nochmal eine weitere glatte Steinstufenschicht uns hier einfach mal platzieren. Und dann sind wir mit diesen Blöcken fertig und können sie wegtun. So, Kiste, sag mal, was wir als nächstes brauchen.
So, die Kiste hat entschieden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, türkises Glas für unser Auto. Kannst auch gerne blaues nehmen, kannst auch graues nehmen. Ne, was du willst. Dann holen wir uns noch Eisenfalltüren raus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Teppichabteilung und holen uns mal hellgrünen Teppich raus. Passt natürlich zum Auto. Dann würde ich noch einen grauen Teppich empfehlen. Kannst auch hellgrauen Teppich nehmen. Wirst ja sehen, wofür das noch ist. Dann holen wir uns noch einen Hebel raus. Eisengitter, ein Akquisator. Kannst auch, sag ich mal, Köpfe nehmen. So ein Skelettkopf, ein Steve-Kopf. Wirst schon sehen, wofür das ist. Und dann kannst du sie danach aussuchen. Ansonsten holen wir uns noch ein Schwarzeichen-Zauntor raus. Auch jede Farbe kannst du ja aussuchen. Und eine Fichtenholztreppe, eigentlich eine Holztreppe. Welche Farbe kannst du ja aussuchen. So, wenn wir alles haben, legen wir los. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an, unser Auto innen drin einzurichten. Und zwar Fahrersitze können wir machen. Und von daher habe ich gesagt, da kannst du jetzt jede Holzfarbe nehmen, die du gerne möchtest. Das ist, liegt dir ganz offen, welche du da möchtest. Dann mache ich jetzt vorne noch ein Lenkrad hin. Ja, ich würde mal sagen, ist eine Gangschaltung drin, ne? Machen wir da noch einen Hebel hin. So, dann haben wir das schon eingerichtet. Hinten halt so eine kleine Bank für die Kinderchen. Die saßen ja getrennt. So hat sich Homer das ja vorgestellt. Dann würde ich noch sagen, da können wir noch so eine kleine Antenne ranbasteln. Die wollte Homer auch unbedingt an sein Auto haben. Von daher darf die nicht hinten. Jetzt passt auf. Ich setze mir jetzt hier oben einen Akquisator auf Eisengitter. Du kannst da gerne auch Köpfe oder sonstige Sachen draufsetzen, was du möchtest. Aber ich finde, der Akquisator, der passt eigentlich relativ schon. Gut, ne, aber ihr könnt ja euch ja auch was aussuchen davon. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Fenster rauf oder was heißt Fenster, die Fensterfront von unserem Auto. So, ich mache einmal vorne hin, wo wir eingerichtet haben, und hier hinten mache ich mir auch noch mal so ein Viererkästchen hin. Und da würde ich noch sagen, mache ich vorne noch mal hier so eine kleine Halterung mit Teppich einfach mal rauf. Hinten lasse ich es offen. Beim Auto war hinten, sage ich mal, nicht mehr unbedingt so eine große Halterung. Und dann machen wir hinten noch gleich, weil wir jetzt hier sind, noch einen kleinen Spoiler hin, dann nehmen wir unsere Eisenfalltüren und darauf platzieren wir dann hier nochmal überall eine Teppichschicht. Und wenn ich so überlege, wir sind ja gerade mit Teppich dabei, da könnten wir eigentlich auch hier so ein bisschen den Teppich machen. Ich mache jetzt hier hinten auf den polierten Treppen auch nochmal eine Teppichschicht, dann gehe ich hier so ein bisschen weiter nach vorne, setze ich mir hier überall so ein bisschen eine kleine Teppichschicht hin. Hier unterm Hebel geht es leider nicht. Und jetzt hier hinter mache ich keine Teppiche hin, denn das soll sich doch hier so ein bisschen abheben, dass hier ein Teppich so eine kleine Halterung darstellt für ja das Glas hier. Von daher mache ich jetzt hier zwischen keinen Teppich mehr hin. Außer natürlich noch hier vorne. Da machen wir noch, sage ich mal, hier vorne beim Kühlergrill noch so ein Gitterchen davor und darauf könnten wir eigentlich noch den Teppich platzieren. Ja, wenn wir denn alles so platziert haben, machen wir wieder das Blockmaterial weg und gehen wieder an die Kiste ran. Zu guter Letzt holen wir uns dann einfach nochmal Gegenstandsrahmen raus. Ich würde mal sagen, gelbe Glasscheiben, die passen eigentlich relativ gut für die Sache, die wir die benutzen wollen. Dann empfehle ich euch noch ein Schild rauszuholen. Welche Farbe könnt ihr euch aussuchen. Ja, dann Tropen, Baumscheiter empfehle ich euch einfach mal, Steinscheiter und Fichtenzauntor. Ja, wenn wir das bisschen dann auch wieder zusammen haben, würde ich mal sagen, platzieren wir erstmal die ganzen Steinknöpfe. Ich platziere mir jetzt natürlich die Steinknöpfe nur an den Rädern, das sollen so ein bisschen halt die Felge darstellen. Und wenn wir denn die Felgen platziert haben, würde ich sagen, machen wir noch an den Türen von unserem Auto noch ein paar Griffe ran. Stelle ich jetzt einfach mal mit Tropenbaumscheiter da. Kannst auch natürlich auch gerne andere Farben nehmen. Jo, dann würde ich noch hinten Auspuff ranbauen, denn ich glaube, jedes Auto hat einen Auspuff. Und dann nehme ich jetzt einfach mal Fichtenzaunscheiter. Kannst auch gerne jede andere Farbe nehmen, aber ich finde, das passt zur Farbe. Und dann will ich vorne noch etwas machen, und zwar, wir haben ja Schilder. Und am Auto steht ja eigentlich Homer dran, ne? Es ist ja Homer, das Auto für Homers, ne? Und von daher können wir vorne noch Homer hinschreiben. Ganz easy peasy kriegt man da Homer einfach raufgeschrieben. Machen wir natürlich nochmal hier auf der anderen Seite. So, jetzt weiß man auch, welche Marke das ist, ein Homer Car. Ja, was fehlt denn noch? Ach ja, vorne die Scheinwerfer fehlen noch. Die machen wir natürlich wie immer hier mit Gegenstandsrahmen, stellen wir die ein bisschen da, gelbe Glasscheiben rein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man sich auch Rücklichter basteln. Ich finde jetzt aber nur bei Rücklichtern die Gegenstandsrahmen. Ob man die jetzt oben platziert, ob man die unten sich platziert, das sieht alles doof aus. Von daher verzichte ich einfach mal auf Rücklichter. Lasse ich weg. Aber wer möchte, kann sich da natürlich auch noch welche hinsetzen. Und fertig ist der Homer. Mehr ist es nicht. Fertig ist das ganze Ding. Und ich finde, das passt doch eigentlich gut. Wir können ja nochmal einen Bildvergleich machen. Hier ist das gute Stück. Und ich würde mal sagen, in Minecraft, wenn man es noch ein bisschen genauer haben will, müsste man es etwas größer bauen. Aber für Skin-Verhältnisse reicht das Ganze. Ja, und dann würde ich sagen, bei der Hitze hier setze ich mich gleich rein und fahre zum Schwimmbad. Und euch sage ich dann einfach nur noch hier, wenn ich da vor Safety stehe. Ne, viel Spaß beim Nachbauen und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Ach ja, nächste Folge, das wird wieder ein Häuschen werden. Kann ich schon euch einfach mal hier reinhauen. Also es wird wieder ein Häuschen werden, da müssen wir wieder bauen. Die Leute schreien hier wieder. Ey, unsere Häuser, die fallen auseinander, basteln uns mal wieder was Neues. Also von daher gibt's ein Haus,
als nächstes. Und von daher stehe ich jetzt hier Safety und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Haben Sie eine Frage? Was soll dieses Ungetüm denn kosten? $82,000? Dieses Ungetüm soll $82,000 kosten. Womit habe ich das verdient? Ich meine, im Zoo hat es ja noch Spaß.